Boost your digital performance. Jetzt hat man sich so viel Mühe gegeben, analog überzeugend aufzutreten. Man hat Rhetorikkurse gemacht. Man weiß genau, wie man den Blickkontakt halten kann, wie man das Publikum begeistern kann, dass sie einem an den Lippen hängen. Ja, und dann vor der Kamera kriegt man mit, der eine fängt an, die E-Mails zu checken und da ist die Katze wichtiger, die wird gestreichelt. Der ein oder andere schaltet die Kamera gar nicht ein. Ja, wie kann man jetzt die Wirkung, die man analog hat, in das Digitale transferieren? Ich bin Yvonne de Barck, ich bin Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache, Auftreten und Charisma. Ich bin seit 28 Jahren vor der Kamera. Ich habe gespielt in gefühlt allem außer Bergdoktor und Tatort. Gut, Tatort kommt vielleicht noch. Ich habe unter uns Rosenheim-Kops, der Lehrer, Alfheinfeld 2, Küstenwache, Rosenheim-Kops. Wie sind die alle heißen? Cobra 11, Marienhof. Ich habe sogar Marienhof gespielt. Ja. Und seit 11 Jahren bin ich Trainerin für Körpersprache, Coach und Top-Speakerin. Ich habe in den letzten Monaten über 17.000 Menschen vor der Kamera geschult. Ich sitze jeden Tag 6 bis 8 Stunden vor der Kamera und gebe Trainings, Vorträge zum digitalen Auftreten. Wie man das analoge Auftreten in das Digitale transferieren kann, übertragen kann. Und was ich schon alles gesehen habe, das habe ich in einem kleinen Clip für Sie mal gesammelt. Das musste ich sehen in den letzten Wochen und Monaten. Und noch viele andere Sachen. Döner essende Menschen zum Beispiel. Oder ein Typ, der ist mal rausgekrabbelt auf allen Vieren hinter seiner Mutter, der ihr gerade den Ton eingestellt hat. Ganz herzallerliebst. Oder zum Beispiel ein Training hatte ich Digital Leadership. Und das war um 11 Uhr morgens. Und ich sage dann so, jetzt stehen wir mal alle auf. Und ich zeige Ihnen jetzt mal die kompetente und aufrechte Haltung, die Sie dann auch im Digitalen anwenden können. Eine Übung, bitte mal alle aufstehen. Und einer blieb sitzen. Und dann fragen wir, also Peter, wieso stehst du denn nicht auf? Und er wird knallrot und sagt, ich habe noch eine Schlafanzughose an. Der Arme. Worauf kommt es an? Im digitalen Auftreten. Der Bildschirm, dieser Ausschnitt, dieser Bildausschnitt macht komische Dinge mit uns. Die Webcam macht komische Proportionen aus uns. Sie können das mal probieren, indem Sie beim nächsten Meeting, also bevor die anderen zuschauen, mal die Hände nach vorne an die Kamera strecken. Und dann sehen Sie, wie die Proportionen größer werden. Das macht die Webcam mit diesem Objektiv. Und deswegen rate ich Ihnen in der Gestikulation, lassen Sie alles, was Sie machen, auf dieser Ebene, also auf der Ebene, die genauso weit weg ist von der Kamera wie alles andere, wie Ihr Körper. Nicht zu nah mit den Händen an die Kamera. Auch bitte nicht, können Sie auch gerne mal ausprobieren, bitte nicht zu weit nach vorne lehnen. Wenn Sie das ausprobieren, werden Sie sehen, dass der Kopf riesig groß wird. Und das kann mitunter bedrohlich wirken. Und wenn Sie weiter zurückgehen, werden Sie sehen, dass der Kopf winzig klein wird und der Unterkörper wird riesig groß. Das ist auch nicht so günstig. Also bitte immer auf einer Ebene bleiben. Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Eine gerade und aufrechte Haltung vor dem Monitor. Das wäre doch schön, wenn wir das könnten. Ja, ich habe da einen tollen Tipp für Sie. Und zwar nehmen Sie einen Stift zwischen die Fingerspitzen. So. Was sonst passiert normalerweise, wenn wir 30 Minuten im Meeting sind, ist ja Folgendes. Wir sitzen dann da und die Schultern fallen nach vorne und der Nacken wird kurz, das Kinn geht hoch und man geht in so eine ganz bequeme Haltung. Und das können Sie ändern mit meinem Trick. Der Stift. Stift zwischen die Fingerspitzen und dann vor Ihrem Körper auf den Schreibtisch ablegen. So, was jetzt passiert, das sieht man ja nicht. Ne? Hier ist ja Ende, hier ist ja Bildschirmende. Und was jetzt passiert ist,
ihre Flügelchen gehen nicht mehr an den Körper ran, wie sie es normalerweise tun würden. Das wirkt nicht besonders kompetent. Aufrecht und ein bisschen weiter die Flügelchen weg, das wirkt kompetent. Sie bieten mehr Fläche, mehr körpersprachliche Fläche. Und das, was groß ist, finden wir ja sowieso immer kompetent. Das wirkt auf uns stark und gesund. Und deswegen ein bisschen die Flügelchen auseinander mit diesem Trick. Das war Trick Nummer 2. Seien Sie vorsichtig in der Wahl Ihrer Kleidung. Bitte nicht zu groß gemustert, bitte auch nicht zu klein gemustert. Das gibt dann diesen Moiré-Effekt, dieses Flimmern, was Sie vielleicht kennen. Das sollten Sie auf jeden Fall vermeiden. Und schwarz wird von der Webcam geschluckt. Da müssen Sie auch mal ein bisschen gucken, müssen sich Feedback geben lassen, ob Sie eine Fläche sind hier oder ob sich der Kontrast noch abzeichnet, ob man Ihre Schultern überhaupt noch unterscheiden kann von dem Rest oder die Arme unterscheiden kann. Also schwarz ist auch schwierig und die gleiche Farbe wie der Hintergrund. Das ist auch schwierig, weil dann sind sie nämlich weg, verschwunden. Der nächste Tipp für Boost Your Digital Performance. In diesem Bildausschnitt, da kommt es darauf an, dass wir dem anderen das Gefühl geben, dass wir ihm gegenüber an einem Tisch sitzen. Das können wir machen durch Blickkontakt, durch das richtige Licht. Da habe ich auch einiges dazu zu sagen. Und den Ton, der Ton soll schön nah klingen. Bitte kein integriertes Mikrofon. Das integrierte Mikrofon klingt immer so ein bisschen hallig. Das ist jetzt das integrierte Mikrofon. Ich habe nichts an meiner Stimme verändert, nur der Ton ist jetzt ein bisschen halliger und ein bisschen metallischer. Also lieber ein externes Mikrofon. Ich habe jetzt hier dieses Ansteckmikrofon gewählt. Damit fühle ich mich am besten, weil ich mich damit auch bewegen kann. Also ich gehe damit auch tatsächlich vor die Kamera, vor die Webcam. Und da kann ich auch aufstehen mit der zweiten Kamera, kann was zeigen am Flipchart. Ja, und da fühle ich mich wohl. Das Gute an diesem Mikrofon ist, es hat immer den gleichen Abstand vom Mund. Mit einem Standmikrofon, wenn ich mich mal rüberbeuge, dann wird es mal kurz leiser. Und hier nicht, weil hier ist es ja immer der gleiche Abstand. Also ein externes Mikrofon ist schon ganz günstig. Also günstig ist es nicht, aber es geht schon. Nicht so teuer. So, der nächste Tipp. Die Augenhöhe. Ah, das sind Basics. Ich weiß, da rollt ein mancher die Augen, wenn er hört Augenhöhe. Aber wirklich die Augenhöhe zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich habe aber einen wunderbaren Tipp für Sie, wie Sie herausfinden können, ob Ihre Kamera auf Augenhöhe ist. Warum Augenhöhe? Naja, wir wollen nicht auf den anderen herabblicken. Und wir wollen auch nicht so gerne auf uns herabgeblickt werden lassen. Also, dass der andere auf uns herabblickt. So, wie finden Sie jetzt die Augenhöhe? Achten Sie mal darauf, dass alles im Bild parallel ist. Also die feststehenden Objekte wie Schrank oder Zimmerecke oder so. Flipchart darf natürlich schräg stehen. Schränke, die müssen parallel zum Bildrand sein, rechts und links, parallel. Wenn die so sind oder so, dann sollten Sie noch was an dem Bildausschnitt verändern. Das ist eine super Möglichkeit, um zu überprüfen, habe ich die Augenhöhe gefunden, habe ich die Kameralinse auf der richtigen Höhe. Wie Sie überprüfen können, ob Sie richtig im Bildausschnitt sitzen, wenn Sie dann auf Augenhöhe sind, schieben Sie die Kamera so weit weg, bis Sie zur Brust zu sehen sind. Und überprüfen können Sie das, indem Sie einfach mal überlegen, wie sehen denn die Moderatoren aus im Fernsehen? Die machen es ja richtig. Man hat genug Körpersprache hier, man sieht genug Signale über die Körpersprache, man bekommt genug Informationen. Es fühlt sich so an, als würde der andere mit uns am Tisch sitzen. Das ist die richtige Position im Bild. Achso, und hier oben bitte maximal eine Handbreit zum oberen Bildrand. Maximal. Wenn Sie weiter unten im Bild sitzen, dann wirken Sie kleiner, als Sie normalerweise sind. Und wenn Sie weit unten im Bild sitzen, verschenken Sie wichtigen körpersprachlichen Raum, körpersprachliche Signale. Das waren jetzt nur ein paar kleine Tipps für Sie, wie Sie sich und Ihr Auftreten von analog ins Digitale übertragen können. Das kommt schon auf Technik an, ein bisschen, wie man das Licht setzt, dass man es zum Beispiel nicht von der Decke kommen lässt oder von hinten.
dass man vielleicht auch mit einem Ambient Light ein bisschen spielen kann, um erfolgreicher auszusehen. Das ist auch immer ganz toll. Und es kommt auch auf die Körpersprache drauf an. Und der wichtigste Tipp ist, geben Sie mehr Energie. Was heißt das? Stellen Sie sich vor, dass Sie vor einer großen Gruppe sprechen und reden Sie. Stellen Sie sich vor, dass Sie wirklich mit jemandem reden, wenn Sie in die Linse reinschauen, in den Momenten, wo es drauf ankommt. Mehr Energie, mehr Lächeln, mehr Dasein. Und seien Sie sich bewusst, sobald die Kamera an ist, sind Sie immer zu sehen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das vergessen die meisten anscheinend, weil man hört immer noch: Hörst du mich? Siehst du mich? Das wollen wir nie wieder sehen, sondern Kamera einschalten und da sein. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Das wollen wir sehen. Und ich möchte, dass Ihr Kunde, Ihr Gesprächspartner nach dem Videocall sagt: Oh ja, ey, das war ein schönes Gespräch. Können wir nächstes Mal wieder mit Video machen? Und ich möchte nicht, dass er sagt: Ja, das war ein schönes Gespräch. Können wir nächstes Mal wieder telefonieren? Ich bin Yvonne de Barck und ich gebe Ihnen noch einen Tipp mit. Der Blickkontakt, der Blick, ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen. Aber das Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Herzen.